Bist du ready? Machst du Aufnahme 1? Hallo. Hast du geladen? Ja, so. 3, 2, Mit 1. Batterie. Mit Batterie alles geladen, du. Gute Mann. Sehr Gute gut. Wodka, Mann. Wodka, Wodka. Okay, gut. Bist du bereit, mein Lieber? Immer. Okay. 1, 2, drei, warte kurz. Du Sack, ey, ich hab mich gerade Scheiße. positioniert. Ja, mich hat das Kabel gestört, keine Ahnung. Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Shoot 'em up, Diskothek. Haben schon Ewigkeiten, nicht mehr über einen Monat. Die Nachfrage war schon sehr, sehr groß, gerade bei Shenyas Kanal. Richtig, richtig geil. Und ich habe Shenyas schon erwähnt, der Erfinder der Serie. Leute, guckt dann unbedingt im Nachhinein bei ihm vorbei. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung, beziehungsweise eine Folge für seinen Kanal, die erstens mega heftig war. Shenya, herzlich willkommen. Pato, vielen, vielen Dank für diese super Anmoderation. Natürlich Grüße Bitte. gehen raus an meine Wölfe und an die Pato Family. Und ja, es wurde auch mal Zeit, ne? Nach einem Monat. Mensch, Mensch, sehr frech von dir. Ja, das war wirklich heftig so. Keine Ahnung. Aber Leute, wir hatten schon eine Aufnahme. Wir haben das Gleiche schon einmal aufgenommen. Leider Gottes gab es ein paar Fails mit der Software. Dankeschön an die kasachische Software. Ja, die Dankeschön. Pipeline wurde Ja. halt nicht richtig gelegt, ne? Also die. Genau. Auf jeden Fall nehmen wir das gerade das zweite Mal auf. Ich hoffe, euch wird das gefallen. Mit Shenya macht es mir übelst Bock, übelst Laune. Wirklich, wenn ich jemanden supporten möchte, dann ihn. Mannheim, ich kenne ihn ja aus Mannheim. Geile Zeit mit ihm. Richtig korrekter Dude. Hat genauso wie ich einen Sohn und alles. Bitte unterstützt ihn, Leute. Haut in allen Abo raus. Er hat 5000 Abonnenten gestern erreicht. Ja. Also am Dienstag, glaube ich. Oder Mittwoch war das. Genau, Genau. Mittwoch, Mittwoch. Genau. Und es würde mich freuen, wenn ihr wirklich alle den Abo-Button zerstört. Auch die Daumen nach oben auf dieses Video und auf sein Video. Jetzt genug Werbung. Und ich würde jetzt mal meinen, wir starten. Shoot 'em up, Discard Battle, Striker, Buttland, Footy Buttland. Und ja, beginnst du schon mal zu raffeln, mein Mates? Ja, ein Moment und los geht die wilde Fahrt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Stopp. Was? 5-2-2-1. Oh my Lord. Ich hatte bei unserer Aufnahme die Fünferkette. Ja. Scheiße. Tot, okay, du bist dran. Okay, bist du bereit? Ja. Okay. Stopp. Oh my Lord. Oh mein Gott. Dreierkette. Nein, 4, 3, 2, Das 1. gibt's doch gar nicht. Wow. Wow. Okay, Leute. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt angelangt bei unseren ersten Positionen. Und beim lieben Pato haben wir einmal den linken Stürmer und den rechten Stürmer. Und ich würde für den linken Sturm die Nummer 4 gerne haben wollen. Linker Sturm, oder? Ja. Kein Hazard. Oh, das ist der Alexis Sanchez. Na, ich wollte schon sagen, oh, ist es der erste Lucky Punch? Nein. Bei dir ist es ja immer sehr schwierig. Ja, ich muss kurz eines dazu sagen, Leute. Falls es einen erheblichen Teamunterschied der Optik geben wird, die Heimkonsole von Shenya ist PS4. Also wir wollten jetzt noch zum Abschluss unbedingt noch ein paar Videos zusammen machen. Deswegen entschuldigt, dass ich jetzt mit Special Cards komme und Shenya eventuell eher nicht, Ja, ja? so eher Nächstes Silber. Jahr sind wir ja beide auf der gleichen Konsole, da wird das einfacher. Und Genau. jetzt rechter Stürmer. Rechten Stürmer würde ich die Nummer 4 nehmen. Nein, 5. 5, 5, 5, 5, 5. Ich nehme 5, 5, 5. Du hast als erster 4 gesagt. Ich habe aber nur mich verbessert. Du hast als erster 4 So gesagt. Leute, jetzt stimmt ab. Pato darf ruhig die 4 nehmen. Jetzt stimmt ab. Was zählt? Was liegt, das Big sagt man Ach so, eigentlich. okay. Oder? Ja, komm, komm. Oder? Ja, komm, mach. Leute, kommentiert.
wenn ihr das als erster sagen würdet, muss ich das dann nehmen oder hättet ihr gesagt so, nee, mach ruhig die 5, weil da ist eh der schlechtere Spieler. Because. Danke auf jeden Fall für Sterling, mein Lieber. Ei. Was war die 5? Salah, 81. Ciao. Okay. Dann ist ja verständlich, dann würdest du genauso wie ich so sagen, so, yo, nah, yo, nee, würde ich nicht. Du hast gesagt, die 4. Nö, alles klar. Okay, Leute, Chrissy, sage ich schon Chrissy jetzt, warum habe ich an Chris gedacht? Grüße gegen was, sinnlos, super steif. Ja. Okay, du hast jetzt auch linker und rechter Stürmer, gell? Ja, also RF und LF. Okay, dann beginnen wir mit den RF und dann gebe ich dir halt auch die 5. Die 5, okay, das ist Ousmane Dembélé. Oi. Ja, normaler Karte. Okay, passt zumindest mal nicht rein. Nö. Okay, LF, gebe ich dir die 1. Ja, das ist, den hast du schon mal abgestoßen. Das ist Jong Min Son. Nicht die SPC-Karte. Doch, 89er. Den hast du schon mal abgestoßen, so, das so als wäre das selbstverständlich. Also das heißt jetzt nicht, dass du den bei mir abstoßen sollst, bitte. Das ist mein bester Spieler auf der Konsole. I hope so. Gut. Du hattest aber jetzt eh kein Problem damit, gell, mit Sterling. Ne? Ach, Quatsch, Gottes Willen. Und da haben die Leute was zu kommentieren. Ja. Pato, du Hurensohn, er hat 5 gesagt. Du hast, oh, du hast Jenja verarscht. Ja. Haltet eure dusseligen Kiemenlappen. Hoppala, Schluckauf fängt wieder an. Oh mein Gott, was ist schon wieder los mit mir? Am liebsten würde ich komplett die ganze Aufnahme so hochladen, ne? Mann, man kann uns gar nicht zuhören manchmal, unglaublich. Ja, das ist schon manchmal richtig krass. Oder wenn du mich nicht hättest... Ah, dann hätte ich jemand anders. Ja, ich weiß eh. Oh mein Lord. So Leute, zweite Runde. Bei Schende kommt LZM und LAV. Bist du bereit, mein Lieber? Ja. Dann shoote ich dir LZM die 3. Den schlechtesten, den du überhaupt nehmen konntest, ey. Ich hatte El Shaarawy, Xavi Alonso, Ende auf der Ära und er holt mir im Wanyama hin. Ja, sehr gut. Aber so ist sonnervolle Chemie, das ist schon mal gut. Scheiße. Und bei LAV gebe ich dir die 2. Ja! Scheiße! Das ist Rose, das bedeutet Wanyama ist auch auf Full Cam. Nein! Doch, aber leider kein Perfect Link. Ist nicht so schlimm. Passt schon. Scheiße. Okay. Du kommst an. Okay, ich würde die Nummer... Welche Position? Achso, ja. Welche hast du? LZM und LV. Okay, LV die 5 und LZM die 2. Ah, du hast mich komplett hochgenommen. Ja! Komplett hochgenommen hast du mich. Aber nicht ganz hier getroffen. Nee, hast du nicht. Das auf der 3 gewesen. Ich wollte die 3 nehmen, dachte ich mir so, ne. Leute, ich muss euch etwas erzählen. Bei der Aufnahme, die nicht existiert, hat Shen ja wieder Kanteb erwischt. Zum er hat ihm einfach, egal welche Aufnahme wir haben, er erwischt immer Kanteb. Ja, ich hasse diesen Typen. Jetzt hast du Jordi Alba und Team of the Season Mertens geholt. Dieser Mertens. Also eigentlich scheiße. Ja, eigentlich nichts. Den gut. Mertens kann ich nirgendwo einbauen oder so. Ja, aber der wirklich ist trotzdem halt overpowered, ja. Trotzdem, geil, ne? Trotzdem, ja. Rüdiger. Ja. Rüdiger. Kennst du das? Oh mein Lord, das darf man nicht veröffentlichen. Rüdiger, Telefon. Ja. So, jetzt haben wir einmal den ZM und einen Verteidiger, ne? Ja, den LIV. Den LIV, okay. Dann fangen wir mit dem LIV an. Würde ich gerne die Nummer 3 nehmen. Perfect Link. Lopez und Jordi Alba. Lopez ist ein Silberspieler von FC Barcelona. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ja. Und das ZM? Ich hab da Angst, ich hab da richtig, richtig Angst. Ich hatte die 1 noch nicht, ich würde die 1 nehmen. Oh,
Alley, Rookie of the Year. Have a great time. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich möchte einen anderen Aufnahmepartner. Cut, cut. Nee, okay. Break, du bist dran, Habibi. Was nehmen wir bei dir? Wir haben einmal den linken Innenverteidiger und einmal den rechten ZM, also den letzten ZM. Okay. Der letzte ZM, aber ich gebe dir als letzte Nummer für den IV die 5. IV die 5. Mhm. Okay, das ist meine Burn-Karte, das ist Ömer Toprak. Als Dortmund-Version. Geil. Okay, und dann werde ich dir aber ebenfalls die 5 für das ZM geben. Ich wusste es und Perfect Link is da. No way. Zu Butland, es ist einmal Berahimi oder Imo. Den hast du, glaube ich, sogar als Monster Watch. Ja, leider. Tja, ich kenne deinen Verein. Das weiß ich. Okay, nächste Runde. Merk es dir, weise, mein Lieber. Ja, ich nicht. Du brauchst die mich 4. nicht zu manipulieren. Du brauchst mich nicht zu manipulieren. Ich mach doch nichts. Ja, ja, ist klar. Aber überlege nochmal weise, nicht die 4 bei ZM. Okay, also die 5. Ja, nimm die 5. Da ist ein geiler Spieler dahinter. Nennt sich KNT. Nein, auf der 5 ist er nicht. Der ist auf der 4. KNT ist auf der 4. Oder die 3, wie immer. Er sagt doch jetzt alle Nummern. Du kannst aber auch gerne die 1 nehmen, das ist auch kein Problem. Ja, kein Problem. Aber die 4. Jetzt hör auf, Menschenskind. Ich weiß nicht, welche Nummer ich jetzt nehmen muss. So Leute, die vorletzte Runde ist da. Ist da. Nicht mehr ist da, sondern ist da. Okay. Ist da. Du hast einen ZM, gell? Und einen RAV. Nein, ich habe einen RV und einen rechten Verteidiger. Okay, dann der rechte Verteidiger, die 2. Die 2. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist einmal der Nathan Klein. Der linkt gut zu Ibrahimo, oder sich wieder Berahimo, weiß ich, wie der Typ heißt. Und so herzlich willkommen Dembele auf 2 Chemie. So, und the next one. Die 1. Ja, Smalling ist da. Oh no, 5er-Kette und Smalling auch noch. Yes. Fuck this shit. Geil, geil, geil. Ich danke dir herzlich. Ach. Okay, du bist dran und entscheide weise. Zweimal die 2. Was? Zweimal die 2. Nein! Doch! Nein, das kannst du nicht machen, doch. Mann! Fuck! Du hast mich zu doll verwirrt. Fuck! Und ich hab dann auch noch vorher Song verschoben. Mann, auf der 4 stand wirklich Kante. Na, boah, Alter. Aber okay, jetzt ist halt Team of the Year Modric. Ach, nur. Aber er passt gar nicht. Okay. SBC Bellerin. SBC Bellerin. Ah, den kannst du jetzt neu abschließen. Ja, aber ich glaube, ich habe weltweit die meisten Spiele mit ihm. Ja. 1710. Ja, du warst eigentlich der Anwärter für Footy Bellerin. Ja, auf jeden Fall, das schon. Okay, Leute, letzte Runde Innenverteidigung, Torhüter, ne? Richtig. Bye, bye. Meine Freunde, wir sind jetzt angelangt bei, eigentlich, bei dem Tunnel. Es wird heftig sein. Sie haben die letzten Positionen. Und bei Pato sind bestimmt 1 oder 2 Perfect Links auf jeden Fall versteckt. Ich nehme den Torwart, die Nummer 2, und den Verteidiger, die Nummer 5. Wow. Aber ein Perfect Link. Ich hasse dich. Und die Nummer 5, der Innenverteidiger, ja, ne? Ist immerhin ein Spanier. Macano, Team of the Season. Okay. Ja, Jordi Alba, Lopez und Torhüter, Perfect Link. Ey, das gibt's doch nicht. Also bedeutet, du hast 2, ne? Genau so ist es. Ich hab 1. Okay, du kannst bei mir hier eh nichts mehr machen. Also ein Perfect Links. Also du kannst schießen, wie du willst. Okay. Torwart die 1.
der andere die 3. Sehr gut, fast ein Perfect Link. Also Lars Bender, heißt er Lars Bender? Ich glaube Lars Bender von Dortmund. Und im Tor hast du mir Birki reingestellt. Oh. Ja, das ist schon mal sehr, sehr, sehr geil. Du hättest sowieso keinen Perfect Link schaffen können in der Hinsicht. Oh. Aber vielen Dank. So bin ich jetzt auf 77 Chemie. Ein Perfect. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Freunde, ich weiß nicht, was heute mit uns los ist. Wirklich. Wenn ich würde am liebsten die ganze Aufnahme ungeschnitten hochladen. Sorry für die ganze Behinderdummheit, aber ich hoffe, euch gefällt das. Mit einem Daumen nach oben zeigt ihr uns. Ich hoffe, wir schaffen eine vierstellige Zahl, ne? Ja, das schaffen wir. So Leute, dadurch, dass ich 2 Joker hatte, Shenya eine. Ich habe sie verwendet, also beide Gameplays, wie heißt das? Game Change? Ja, wie heißt Joker. Das? Joker ist besser. Ja, gut, mach mal Joker. Ich habe ihn für Sergio Ramos und für Team of the Season Hazard verwendet. Es gab eine neue Regel, die gibt es aber nur bei 95 Plus. Deswegen wird die dann erst erläutert, wenn das mal eintreffen sollte. Genau. Und Shenya, wem hast du geändert? Also ich habe meinen Ousmane Dembélé weggelegt und dafür kommt Willian rein und ich komme auf 87 Chem. Und ja, die neue Regel tritt bei mir leider auch nicht in Kraft, aber die Person Philipp Hess, deine Regel wird angenommen. Grüße gehen raus. Okay, Grüße zurück. Ab ins Spiel. Ab ins Spiel. Was ist das? Ich wollte schon wieder fahren. Das nennt man Chris Smalling. Der Abfangjäger. Jetzt Portland. Sterling rein mit dem Ball. 1-2-0. Birki, du Drecksack. Lars Birki, der macht gut Job. Gut Job. Ja, für dich gut Job. Auf jeden Fall schön durchgesetzt. Ja. Zack, zack, zack. Wow, guter Laufweg auf jeden Fall. Schön Abschluss. Ja. Und wo ist meine... Ey. Oh. Alter, wie den Ramos rausfischt, ne? Mhm. Wie ein Angler. Ohne Witz. Oh mein Gott, was war das für ein schlechter Sprung? Ja, das war so unter. Ja. Wie ein Angler. Schöner Passon. Nee. Oh, wow. Was war das? Ich glaube, das wird knapp ausgehen. Ich hoffe es. Boah, ein kleines Rolling, bitte nicht. Wer ist denn das? Butland. Was? Butland! Was? Ich hatte keine Chance. Boom! Ich hatte keine Chance, ich konnte den nicht abdrängen. Krank! Alter, Jackie, Junge! Boah, Birki, Alter, was ist das für ein strammer Schuss gewesen? Ich verstehe nicht, warum Birki da hinspringt. Bartland! Boah, Junge, das ist ja echt ein Spiel. Wow! Boah, Bartland! Oh mein Gott! Wie geht denn der ab mit dir? Das ist heftig. Und jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren, ne? Oh. Wie läuft er da vor? Ich hasse deine Finesse-Shots, ne? Also du bist so stark in denen. Ah. Wie kann man denn so ein... Weißt du, da kommt nichts Upset. Von ihm. Nichts. Abseits. Boah. Alter, ich hab mir schon so in die Hosen geschissen. Das glaubst du nicht. Na, jetzt vorbei. Jetzt aber. Jetzt ist ruhig. Ja. Ja. Es ist so schwer bei dir durchzukommen, endlich! Im Team of the Year Modric habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Ich freue mich so, genau der keine Links hat. Der hat gar keine Link, gell? Keinen einzigen mehr. Nein, keinen einzigen, schön durchgetankt. Ja, Top-Wack, Stellungsfehler. Ja, 2-1. Trotzdem, Hut ab einfach. Wirklich, mit deinem Team. Aber du schlagst dich besser als im ersten Video. Ja. 4-0. Viermal Ellie. Nein. So. Bitte. Ja. 3-1. Und der nächste mit dem schlechtesten Link. Mertens Team of the Season. Und du hast es ja schon gesagt, du hasst es, wenn ich von außen schieße. Ah ne, meine Finesse-Schüsse. Ja. Das war zwar ein normaler Vollspannschuss, genau. Birki. Birki getochen, Mann. 3-1, sehr geil. GG, mein Lieber. Trotz allem,
wirklich, ich hab's gesagt, trotz deines Teams, diesen Unterschied. Nochmal Leute, die Xbox ist nicht seine Heimkonsole, deswegen wirklich, checkt Jenny aus und es ist auf seinem Kanal eine dicke Überraschung passiert. Guckt bei ihm vorbei und wir gehen jetzt ab ins Abstoßen. So, mein lieber treuer Wolf, jetzt geht es ins Abstoßen. Ich darf zwei Leute discarden und heute mache ich eine ganz, ganz andere Schiene als sonst. Wo stand Son? weiß ich nicht. Wo stand Son? LF. Ich nehme LF und den Stürmer. Boah! Was? Alter! Was? Und zwar, du hast einmal Toprak, der kostet... Ist das die SPC? Nein. Nee, Dortmund. Also kostet 6k, also bedeutet 5500 Verlust. Und William, der kostet 15.000. Den stoße ich jetzt. Den wolltest du sowieso weg haben. Den wollte ich eh weg haben, also bedeutet... Wo stand Son? Son, linkes Innen, linker Innenverteidiger. Na, Butland, auf den werde ich nicht kommen. Rechter Flügel? Ja, weil ich dachte mir schon, als du sagst, ich mach mal was anderes, dachte ich mir, ja, geil. Und dann fängst du an mit Flügel. Ich so, scheiße, da steht Butland, ich wollte ihn noch tauschen. Ach du Scheiße, fuck. Okay, Leute, trotzdem, ich habe eigentlich zwei seiner fast teuersten Spieler vom Goldstatus her abgestoßen. Ich bin zufrieden damit. Ich hoffe, ihr seid mit dem Video zufrieden. Ich selbst, die Aufnahme war todeslustig. Hat so Spaß gemacht, Jenny. Ja, definitiv. Und... wir hoffen natürlich auf eine vierstellige Zahl. Daumen nach oben. Wir danken euch. Oder ich danke euch. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Tag, einen schönen Sonntag oder Montag oder keine Ahnung, wann ihr das Video guckt. Ciao. Jenny hat das Abschlusswort. Bitte halt nicht kurz. Okay. Also Pato, vielen, vielen, vielen Dank. Das war wirklich, ich lache mit dir immer so viel. Das ist einfach nur mega geil. Das geht jetzt natürlich jetzt raus an meinen Voice-Rudel. Ihr wisst, wie ihr euch verhalten sollt. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren bei Pato. Das ist so ein feiner Kerl. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Pato hat ja schon gesagt, wir haben einen gemeinsamen Sohn, etc. pp. Wir sind ja fast auch gleiches Alter. Und ich möchte, dass ihr den so supportet wie die letzten meinen Videon-Kumpanen. Das wäre mega, mega geil. Und Pato, vielen, vielen Dank für die geile Aufnahme. Ich bin raus. Wir sind beide raus. Ciao, Leute.